Servus, einmal für zwei bitte. So, wir konnten es diesmal gar nicht erwarten, deswegen sind wir direkt schon mal reingegangen. Wir sind jetzt bei Mr. Gravity. Also ich habe richtig Bock. Eure Fahrinformationen kriegt ihr natürlich auch, aber diesmal von uns. Ob die stimmen oder nicht, können wir ja im Nachhinein klären. Wir fahren jetzt erstmal. Wir stellen uns gegenseitig die Fragen und raten einfach mal, was es so sein könnte. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen mit einer ziemlich einfachen Frage an. Erklär mir doch mal, wie ist der Lageplan? Der Lageplan ist eigentlich relativ einfach. Wer aufgepasst hat, wir sind direkt neben Dr. Archibald. Und jetzt gebe ich dir mal eine Frage zurück. Wir fahren hier gerade nach oben. Weißt du auch, wie weit nach oben? Oh, also vom Blick her würde ich sagen, so um die 10 Meter vielleicht. Schreib einmal richtig laut. Also, wir haben uns jetzt diese Fragen gestellt, ob sie richtig waren, ich weiß es nicht. Wir fragen einfach mal den Frank, oder? Ja, hoffentlich besser als meine Schulnoten. So Frank, jetzt klär uns mal auf. Wie viel G haben jetzt gerade auf uns gewirkt? Also fast 5. Wenn die Gondel genau unten vorbeikommt, beides in eine Richtung, dann erreichen wir die 5G. Wow, das ist wirklich eine stabile Leistung. Gibt es noch irgendwelche letzten Tipps, die du sagst im Fahrgeschäft, dass man noch mehr Spaß hat, abgesehen von Schlüssel und Geldbeutel ablegen? Ist es vor oder nachmittags besser? Das kommt immer darauf an, wenn die Anlage natürlich voll ist, macht es natürlich viel mehr Spaß, weil man sitzt im Kreis, man kann sich zusammen anschauen, man sieht, wie der andere aussieht, weil man gegenüber sitzt. Also wenn die Anlage voll ist oder abends mit Licht, ist es immer noch mal ein bisschen, wirkt es auch sehr schnell. Es ist fast so, als hätten wir es abgesprochen, weil wie ihr gehört habt, Xana macht Stimmung, fragt nach Schreien, alles schreit, alles ist laut, alles macht Spaß. Und damit gehen wir weiter.